Die sieht ja aus wie die Elle von Stranger Things. Das ist die Elle von Stranger Things. Willkommen zu einem neuen Video und für alle, die die Horror auf diesem Kanal vermissen, ihr seid genau richtig. Denn wir werden heute mal ein bisschen TikTok durchstreifen. Es gibt da nämlich laut ein paar Stimmen coole Creepypasta-TikToks und die möchte ich mir heute mit euch anschauen. Falls du Horror vermisst auf diesem Kanal, mach einen Daumen nach oben da und schreib Rest in Peace Horror. So, und jetzt fangen wir an. Ich bin gespannt und hoffe, wir werden uns alle Creepypasta an. Okay, Creepypasta. Finde ich gut. Falling in love with. Ist das gruselig? Wer ist denn das? Luna, what, der viel Follower. Was macht. Ach, das ist eine Frau? Also ich muss sagen, so viel ich nicht von TikTok halte, so viel halte ich auch davon, wenn ich solche Leute sehe, weil ich es einfach cool finde, was die machen. Das war eine Frau? Da, wie gruselig. I am Lucy. Who cares what a cat has to say? Schon sehr geil. Out of all the diseases plaguing mankind and replace them with worse ones. Schau mal, sie gestikuliert auch cool. Sehr cooler Kanal, kann ich nur empfehlen. Siren Head. Oh, was ist denn das Ekliges? Das ist creepy. Ich muss sagen, ich habe richtig Angst vor Siren Head. Sirenenkopf, den kennt ihr sicherlich, da haben wir auch schon Horrorgames gespielt. Ich finde Sirenen an sich eh schon creepy. Das ist ja ein geiler Filter. Was ist denn das? Creepypasta-Übersetzung SCP. Ja, aber was ist denn das für ein geiler Filter, bitte? Ach, da ist schon wieder Siren Head. Hey, das ist richtig creepy. Stell dich mal vor, das wäre echt. Just stay hidden, see in the trees. Hey, das ist ja voll krass gemacht. Das ist ja richtig augmented reality. Was sind denn das für Filter, die der da hat? Ist das Snapchat? Aber ich glaube, Snapchat ist nicht so krass, dass es schon so läuft, oder? Hä? Oder macht er das selber? Das macht er doch selber, oder? Ich glaube, das macht er selber. Ich glaube, ich mag TikTok langsam. Ach, der macht das alles selber, glaube ich. Was ist denn das? Der macht das selber, glaube ich, oder? What the fuck? Ich glaube, der macht das auf jeden Fall selber. Es gibt keinen Filter, der so funktioniert, Mann. Oh, richtig gut. Okay, das ist ein Reaktor. Was sieht der jetzt? Ih, was ist denn das? Ich verstehe zwar nicht, was du sagst, aber es sieht echt creepy aus. Macht der Creepypasta-Zeug? Siren Head. Das ist jemand anders. Das ist doch ein Filter, oder? Ey, stellt euch mal vor, Siren Head wird's echt... Alter, wie geil war das Ding gemacht? Stellt euch jetzt mal wirklich vor, es würde Siren Head geben. Und ich finde Sirenen eh extrem gruselig. Auch in Kriegsfilmen, auch in Horrorspielen. Es gibt zum Beispiel Forbidden Siren, wenn die Sirenen losgehen, ist es ja nicht so, man wird quasi vor Bombenangriffen oder sonstigen Angriffen gewarnt. Und bei Siren Head hatte ich einfach... bei Forbidden Siren hatte ich schon immer Panik. Und jetzt stellt euch mal vor... Ihr seid in einem Haus und ihr hört das. Und dann guckt ihr, wo es herkommt. Und dann kommt... Ih, der stand da! Jetzt sehe ich es erst. Der steht da schon die ganze Zeit. Da ist es doch wieder. Was ist denn das? Ich finde es so geil, wie die so gestikulieren. Schaut euch mal die hinten an. Hinter dem. Das ist so cool, wie die sich immer bewegen können, wie so Animes. Schaut mal, wie cool. Oh, ich liebe das. Das ist so befriedigend. The Two-Face. Der Mann mit den zwei Gesichtern. Edward Mordrake. Nobody knows when he was born or even when he died. But what is known. Niemand weiß, wenn er geboren wurde. Aber man weiß, dass er zwei Gesichter hat. Edward was desperate to get rid of his second face. Das ist doch nicht echt. Night, nach einem Wachsmodell, ich dachte gerade, okay, das ist nicht echt. So eine Wachsfigur. He begged every doctor in town. Wahnsinn, das gab's wirklich. Ja, es gibt ja oft siamesische Zwillinge, nur dass halt ein Teil nicht lebt. He described the face by Ach, saying, verrückt. No imagination can conceive the dreadful temptations that sets before me. Ja, er hatte zwei Gesichter, ne? Oh, cool. Ich liebe das, wenn die so gestikulieren. Gib mir mehr, ja! Das ist so geil gemacht. Geil. Ich will mehr davon. Das sieht gruselig aus. Alter. Das ist echt spooky, Mann. Wer ist denn das? Das ist
Ist auch wieder ein Mädel. Ist die das? Das ist, glaube ich, die ich so cool fand. Oder? Das ist doch die, die ich so cool fand. Let's get married. No. Oh Gott. Was ist das? Die sieht ja aus wie die Elle von Stranger Things. Das ist die Elle von Stranger Things. Ach krass, sie sieht der ja voll ähnlich. Das ist schon richtig cool gemacht. Okay. Also, dieses Mädchen steht halt bei Wandern und hat gerade in dem Moment, wo man das Foto quasi sieht hier, ihrem Freunden geschrieben, wenn mir irgendwas passiert, ihr wisst ja, mit wem ich bin. Und eine Minute später hat ihr Freund sie quasi erschossen und dann ist sie runtergefallen. Gruselig. Okay, also, wir gucken jetzt einen TikTok an und zwar hat ein YouTube-User quasi ein Spiel gespielt, das hat früher auch gespielt. Das ist quasi ein ganz altes Spiel mit so kleinen Soldatenmännchen. Und er hat damals als Kind erzählt, er hat was gesehen, eine Szene, die niemand geglaubt hat. Und als er quasi, glaube ich, ein paar Jahre später gespielt hat, hat er nochmal ein YouTube-Video gemacht und gesagt, guckt mal, das habe ich wirklich gefunden im Spiel. Und jetzt bin ich gespannt, was wir zu sehen bekommen. All under? Holy shit, I did it. I fucking did it. What the fuck? A room covered with pictures of a man. It's incredibly disturbing, creepy and weird. Ey, das ist ein Kinderspiel. It's like room or something. At the young age of was hat denn das da zu suchen? Das finde ich jetzt aber auch creepy. Das war bestimmt ein Easter Egg, was lustig gemeint war, aber ich meine, wenn das ein Kind findet, ist halt schon übel verstörend. Alright, let me show you all how we make a door. Ach cool, wenn man läuft, das ist so eine Wand, die sich quasi verändert, wenn man geht, oder? Nee, doch nicht. This might take a while. Hold on. Any second now. Boah. Oh, there it goes. Okay, that's a door. Das ist ja schon richtig gruselig. Aber geile Werbung. Da, Siren Head. Schon wieder er. Er macht es echt gut. Fortnite und Creepypasta? But it was almost as if someone or something was pulling him, trying to drown him. So blöd. Er sagt, es ist Creepypasta, weil irgendetwas versucht hat, ihn zu ertränken und er nicht dran kam. Und dann ist er ertrunken. Und er wurde einfach immer weggezogen. Das ist aber echt komisch, halt ein Glitch, ne? Und was auch immer es war, es hat ihn getötet. Und hat gefragt, ob alles okay ist mit ihm, aber der Spieler hat einfach ist einfach rausgegangen. Und er hat nie wieder geantwortet. Okay, interessant. Voll Creepypasta. What the fuck? Da wären wir wieder bei Sims Slenderman. Interessant, das findet man also zu Slenderman. Hallo, ihr feuchten Salzstangen. Wir spielen heute Slenderina, da einige es sich gewünscht haben. Ich renne jetzt hier durch so eine dreckige Schule und suche die gute Frau mal. Ich hab voll Schiss, hab das noch nie gespielt. Oh Gott, was bist du denn für ein Spargel-Tarzan? Ey, das wäre auch geil. Ein Ding zu machen, ein Let's Play nur mit Google. No, it's meow mix. Try again. Also er sagt, seine Frau hört Dinge, während sie schläft. Und er möchte das jetzt quasi filmen. Und wir gucken, was er findet. Ach, sowas hasse ich, so Paranormal Activity Kack. Was kommt jetzt? Also er hat gesagt, seine Frau hört, wie gesagt, Geräusche über Nacht. Da steht ja no jumpscare. I shit myself. Er hat sich selber angeschissen, sagt er. Oh nein. Ja, Leute, das ist mit Creepypasta TikToks. Wenn ihr weitere Creepypasta Sachen kennt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare auch gerne Mythologien, die ich mir mal anschauen soll. Spiele, die wir spielen können auf dem Zweitkanal oder im Livestream. Ich bin sehr gespannt und sage immer danke fürs Zuschauen und ade mit E. Es war creepy, aber schön.